Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserer Nominierung für den heutigen Tag. Ein junger Mann, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Ja, aber. Ja? Ja, aber, ja, aber. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ja. Und den haben wir gesehen bei Akte 2002. Schauen Sie hier. Wenn einer weiß, wie man müde Menschen munter macht, dann ist es George Jones. Für ihn muss Sport vor allem eins, Spaß bringen. Es gibt einen Kurs, dann die Leute sind vollkommen müde. Dann fange ich an. Okay, Leute, jetzt geht's los. Dann, wow, okay, wir wollen mitmachen. Ja, und da habe ich gedacht, da will ich mehr von wissen. Und deswegen nominiert für den Rat der Woche, meine Damen und Herren, Fitnesstrainer beim DSF, George Jones. Heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, George Jones. Jones! Schön, hier zu sein. Ja. Mann, 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 das sieht aber ganz schön sexy aus, was du da anhast. Wofür brauchst du denn hier die Wickeln um die Hände? Das sind meine Arbeitsklamotten und nachher musst du da drauf schlagen. Das muss sehen, wie viel Power du hast. Ach, ich muss auf deine. Ui, 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 ui. So ist ja, das. Kann sein, dass ich dich auch woanders treffe. Oh! Ja, jabba, jabba, jabba. Sprichst du so mit, du machst diese Sendung bei DSF, ne? Mhm. Wie heißt es eigentlich genau? Come on Baby heißt es. Ah, Come on Baby. Und läuft immer wann? Das täglich, Montag bis Freitag, 7 Uhr, dann 8.30 Uhr und dann nochmal 14 Uhr. Drei verschiedene Shows. Ach so, das ist dann, dass man ein bisschen mittags nach dem Essen und so was machen kann. Die Leute zu Hause können mitmachen, alle können mitmachen. Manchmal die Leute gucken, oh cool, da machen die Spaß da, dann haben die Spaß da dran, dann machen die auch mit. Das ist unser Ziel. Genau, das mache ich auch immer. Kannst du, ja? Machst du das, während du vormachst? Richtig. Ach was, da sprichst du so? Mhm. Machst du, und jetzt kommt alle, ja. Jetzt kann ich zeigen, wie das geht. Manchmal sind die Leute müde. Dann musst du die Leute motivieren. Und manchmal du musst sagen, okay, Leute, gib alles. Aber manchmal, das reicht nicht. Dann musst du einfach sagen, okay, Leute, let's have some fun. Ach so, ach, das ist Scratching. Scratching. Verstehe. Dankeschön. Genau, das hast du genommen. Ach, das ist Scratching. Scratching. Du kannst auch andere Namen scratchen. Scratching, natürlich. Natürlich, pass auf. Ja. Stefan, ach, das ist immer beim Scratchen, immer Stefan. Jabba, 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 jabba. George, jabba, 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 George. Oder gibt es eine andere Variante davon? Das ist ein bisschen böse. Es geht so, ich kann das auch mit Stefan Rapp sagen. Okay, es geht Step, 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 Stefan Rapp. Aha. Ja, das ist aber nicht mein Stil. Okay. Hört sich so ein bisschen an wie so tibetische Mönche, ja? Sehr gut. Ja. Das, du warst früher mal, das weiß man ja eigentlich gar nicht. Ich habe auch erst heute durch Zufall erfahren, ja, du warst früher der Mr. President. Vor dem anderen da. Also das war die erste Platte von Mr. President, oder? Das war Up and Away. Up and Away, das bist du hier. Yeah. Und danach wurdest du da, wurdest du ausgewechselt oder wolltest du nicht mehr oder wie war das da? Eigentlich wollte ich eigentlich was anderes machen. Und dann habe ich entschieden, einfach verschiedene andere Sachen auszuprobieren. Ja. Und jetzt machst du das ja nicht nur im Fernsehen, du machst das ja auch in Fitnessclubs und so. Richtig. Gibst du Kurse? Ja, ich gebe in verschiedenen Städten in Deutschland Kurse. Ich arbeite auch als Fitnesspräsenter, dann mache ich eine Tour, dann mache ich eine Fitness-Convention hier oder eine Fitness-Convention da. Hauptsache, ich möchte Leute motivieren und zeigen, dass Sport ist nicht Mord. Man kann Spaß machen. Natürlich, ich bin ja selbst großer Sportler. Das weiß ich. Ja, natürlich weißt du das. Und du warst auch Fitnesstrainer bei Big Diet, oder? Ja, das war eine sehr gute Erfahrung. Ja, ist leider nur eingestellt worden. Das war eine gute Erfahrung für dich, ja. Aber die haben alle abgenommen. Echt? Durchschnittlich ungefähr 17 Kilo haben die alle abgenommen. Dann lass uns doch auch mal ein paar Übungen machen. Ja, vielleicht Ich muss ja morgen, laufen gegen Claudia Pechstein. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Kilos runter, oder? Das kriegen wir. Was kann man in einem Tag abnehmen? Oh, das ist immer schwierig. Es kommt drauf an, was man mag. Ja, okay, dann mache ich mich mal ein bisschen hier fertig. Hier. Ja. Stefan! Jetzt geht's los! Yes! So, wollen wir? Ja, dann machen wir ein bisschen was.
Das ist eine Mischung aus. Was ist das genauer? Mhm. Das ist eine Mischung aus was für verschiedenen Sportarten? Bei Come On Baby, wir machen zwei verschiedene Workouts. Wir machen zwei verschiedene Workouts. Wir machen G-Boxen, das ist Elemente von Boxen und Schattenboxen. Dann machen wir G-Sport. Yes, Leute! Und dann machen wir, was das heißt, G-Sports. Das sind ganz einfache, verschiedene Bewegungen von verschiedenen Sportarten. Aber erstmal müssen wir erstmal gucken, ob du das alles richtig machst, okay? Na klar. Ich sehe ein bisschen aus wie der Gitarrist von Dire Straits, oder? So, jetzt geht's mal los, Stefan. Pass auf. Ja. Erstmal Beine ein bisschen auseinander. Ja. Okay, so Leute, er muss das richtig machen. So, pass auf, wie er das macht. So, erstmal Hände hoch. Nice. Und jetzt machen wir Side Punches. Aber sehr wichtig, dass man nie ganz durchschlägt. So, das heißt, immer leicht gebeugt, okay? Jetzt mach das erstmal vor, das geht. Nicht schlecht. Nochmal. Ja. Mit dem Sound, den muss ich auch Natürlich. Machen? Natürlich. Kann ich aber nicht, ohne zu spucken. So, einmal noch. Yes, sir. So, Leute, jetzt brauchen wir Musik und jetzt geht's richtig los hier. All right, let's do it. Come on, let's walk. Let's walk. Come on, Leute. Und eins, zwei, drei, vier, come on, fünf, sechs, sieben, alle vier mit, come on. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, pass auf, dann muss so schnell, pass auf, Stefan. So schneller, schneller, come on, und richtig zuschlagen, pow, come on, let's pow, let's do it, baby. Boom. Oh, you got me, come on. Einmal noch, einmal noch. Okay, pass auf. Die dritte Seite. Beide Hände hoch. Da ist unsere Gegner. Drei Schläge und ein Knie. Pass auf. Das heißt, eins, zwei, drei, Knie, okay? Eins, zwei, drei, Knie, okay? One. Ich hätte mal vor dem Kampf gegen Regina Hall nicht sagen sollen. Knie. Also drei, Knie. Ja, sensationell. Dankeschön. Danke. Boah, das ist aber schon so anstrengend. Das reicht aber jetzt, oder? Aber riesen Applaus, Leute. Nee, nee. Er war gut. Er war gut. Ich glaube, ja. Morgen schaffst du das. Ne? Ja. Ich bin auf deiner Seite. Okay. Super. Ja, dann vielen Dank. Viel Erfolg mit deiner Show. Come on, Baby, beim DSF. George Jones, meine Damen und Herren. Dankeschön.